Moin Moin, auf geht's, ab geht's hier mit einer schönen neuen Runde aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben wieder eine wunderschöne neue Map am Start. Ich würde sagen, wir gucken mal rein ins gute Stück hier. Ja, wir sehen, wir uns gehört da schon relativ viel. Feld 20, 21, 22 und 23 und das umliegende Gehöft auch noch. Das Ganze hat einen Wert von 3 Millionen. Dann haben wir hier hinten noch einen kleineren Bereich, den werden wir uns nachher mal genauer angucken. Der hat einen Wert von 64.416. Ja, wir sehen, 18 und 17 gehört auch noch zusammen, hat einen Wert von 1,6 Millionen. Dann haben wir die 16 hier einzeln mit 620.000. Dann haben wir Feld 15 mit knapp 600.000. Feld 24 mit 1,14 Millionen. Ich denke mal, das Feld 9 könnte als Einzelfeld so ungefähr das größte sein mit 1,15 Millionen. Dann haben wir das Feld 12 mit 13 wieder zusammengefügt. Da haben wir knapp 1,5 Millionen. Darunter das Stück haben wir dann Feld 2 und noch Grünfläche 2 Millionen. Dann haben wir hier noch ein, ja, müssen wir uns nachher mal angucken, hier noch so eine Art Wiese. Mit, ich denke mal, mit einem Bauwerk drauf, müssen wir uns mal anschauen, für 320.000. Dann haben wir im unteren Bereich dann noch Feld 4 mit Gehöft 653.000. Auf der anderen Seite dann Feld 1 auch mit zum Gehöft noch dabei mit 604.000. Ja, ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns jetzt hier mal an. Ihr seht schon, es ist relativ viel verbaut auf der Map. Daher werden wir uns jetzt ein bisschen dran halten. Ja, hier ist quasi der Startpunkt, unser Häuschen mit unserem Fahrzeug. Ja, wir gucken gerade mal kurz rein, was wir alles an Geräten und an Gebäuden da haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 4 Waltras, oder sind es 5 sogar? 5 Waltras sind es. 4 mal den T234 und dann einmal den T194. Ja, LKW haben wir einen von Mann dabei. Ja, einen John Deere Mähdrescher haben wir. Dann haben wir einen Häcksler von New Holland. Einen Geländewagen haben wir gerade schon gesehen. Dann haben wir noch einen Haufen Anhänger hier. Schneidwerke. Wir haben eine Kartoffelsämaschine. Wir haben einen Grubber am Start. Wir haben die Pronto 9 DC dabei. Dann haben wir zwei Schneidwerke von Pöttinger, also für die Gras. Grasarbeiten ist alles da. Wir haben eine Presse dabei. Ja, und sogar einen Milchwagen da. Wunderbar. Also man kann hier eigentlich alles machen, was man möchte. Ja, Gebäude haben wir gesehen. Kann man hier keins zum Kaufen oder Verkaufen. Ich würde sagen, wir fahren einfach direkt mal gucken. Hier bei uns auf dem schönen Grundstück. Was wir hier nicht alles stehen haben. So, hier sehen wir dann schon unser Hauptgebäude. Mittendrin und ich denke, wir fangen hier auf der Seite mal an. Ja, da haben wir dann schon den etwas größeren Hühnerstall hier. Da müssen wir dann mal gucken, wie viel da jetzt insgesamt reinpassen. Dann haben wir hier noch so eine durchfahrbare Straße, also ne, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier die ganzen Hallen stehen mit den Gerätschaften. Ich denke, wir fahren mal hier vorne hoch, das glänzt gerade alles so schön. Da wird dann auch direkt noch ein Verkaufsladen mit Reparatur eingebaut. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier noch die ein oder andere etwas größere Halle stehen. Gucken mal kurz rein. Ja, entweder Lagerfläche oder dann halt dementsprechend ja, für die Geräte. Ja, sehr, sehr schön. Fahren wir hinten nochmal gucken, den Rest uns anschauen. Hier dann auch noch ein paar Fässer an den Seiten. Sieht sehr, sehr cool aus, das Ganze. Macht schon wieder Spaß. So, fahren wir erstmal hier wieder hoch. Da sehen wir dann oben schon die Schäfchen in dem Sinne. Auch ein bisschen größer gemacht, das Gelände hier. Sehr, sehr schön. Da müsste man hier die Schweinchen haben. Ja, auch schön verarbeitet das Ganze. Wunderbar. Hier vorne haben wir dann ja, einmal zum Abkippen und hier kann man dann
dann hier im Silo-Bereich dann wieder befüllen das Ganze. Ja, können wir jetzt natürlich nicht testen, weil wir hier nichts reinpacken können. Schön. Da hinten haben wir die Kuhweide noch. Ist wohl relativ viele Wege, die jetzt hier so rumgehen. Das ist schon ein bisschen verwirrend teilweise. Da hinten kommt auch der Zug, haben wir gerade gesehen. Da sind auch die Schranken zugefahren. Ja, hier haben wir die Küchen. Auch schön verarbeitet, ein bisschen größer gemacht auch wieder hier. Aber noch zwei Silos. Ja, hier können wir dann Kalk und sowas alles holen. Das muss aber dann mal ausprobiert werden, wo was drin ist. Ja, überall sind Stoppschilder. Ich weiß auch nicht, warum die hier bei uns auf dem Grundstück stehen. Aber scheint hier noch Hauptverkehrsstraße zu sein. Ja, sehr, sehr cool das Ganze. Wie gesagt, mit den Gefäßen muss man dann mal schauen, wo was ist. So, wie fahren wir denn? Wir fahren einmal rechts rum und dann fahren wir einmal außen. Zu U-mäßig. Ich denke, dann haben wir alles relativ zügig durchgearbeitet. Ja, hier steht unser Häcksler schon mit dem Anhänger dahinter. Maifeld ist auch schon da. Also man kann hier direkt loslegen. Geräte stehen schon überall verteilt. So, Stoppschilder, da hat er schon mal nicht mit gegeizt. Eisenbahn haben wir auch am Start, haben wir eben schon gesehen. Ja, hier haben wir dann einen schönen Verkaufspunkt hinten rum versteckt. Ja, genug Platz zum Drehen und Machen tun ist da. Fehlt dann noch ein bisschen was Kleinkram an den Seiten, würde ich sagen. Ja, die Straßen sind alle hier selber gemacht. Oh, was Schönes wieder. Ja, dann haben wir hier noch so ein verlassenes Häuschen oder Neubau. Ne? Ah, der ein oder andere Shader muss auch noch mal nachgeladen werden hier. Ja, auch recht cool. Da sind sie im Moment schwer am Arbeiten hier. Ich weiß nicht, wo er sich versteckt hat. Er hat sich irgendwo schlafen gelegt hier, der, ne? Der Mann, der hier am Arbeiten ist. Ihr seht hier, 8.38 Uhr. Ne? Noch keine Knopperszeit, also, ne? Gucken wir mal weiter. Ja, hier auch wieder Verkaufspunkt. Verkaufspunkt oder, ja, wir haben einen Verkaufspunkt hier. Ist jedenfalls so eingemalert. Tankstelle haben wir hier auch noch. Da kann man dann aber auch mit dem Zug auf der anderen Seite noch verkaufen. Was natürlich interessant wäre, ob man da nachher auch noch verladen könnte. Weil ja die Gerätschaften hier so eingemalert sind, dass da auch was abgekippt werden kann. Das müsste man dann mal im Spielbetrieb mal austesten. Ja, und hier haben wir noch einen mega angepflanzten Wald. Ja, ich denke mal, da kann man relativ viel Geld mit Holz machen. Und dann sind wir dann auch schon vom Wald in die BGA reingerückt. Schlag auf Schlag geht's hier. Ihr seht auch wieder Häckselgut, Verdichtung 0%. Das funktioniert also. Da kann man hier auch nochmal zusätzlich. Ach, das ist der. Okay. Hier kommt dann quasi dann die Silage rein. Okay, hat man so auch noch nicht, aber auch mal eine ganz gute Idee. Ja, hier kann man dann auch noch was holen. Jetzt gerade, ich denke mal, das wird das Gerestete sein, was man da jetzt abtanken kann. Weil sonst wüsste ich nicht, wo wir das sonst hier hätten. Okay. Ja, ich denke mal, das wird da sein. Sonst haben wir ja hier nichts gefunden. So, hier gucken wir auch nochmal. Ah, guck an. Es funktioniert mal. Hier auch kommt auch der Zug vorbei nochmal. Schön. Ja, ist schön, dass die Waage mal funktioniert. Das haben wir auch sehr, sehr selten. Meistens funktioniert sie ja nicht. Aber heute, da blinkt ein Lichtlein, ne? Ja. Dann haben wir hier noch ein etwas größeres Gebirge. Mit den Bäumen davor. Ja, es sieht natürlich, das Gebirge dahinter sieht natürlich mega cool aus. Aber wenn man da hier so auf diese. Ja, man sieht es dann doch ein bisschen. Ne? Man hätte noch mal so zwei, drei Bäumchen immer so davor setzen sollen am Ende des
macht, glaube ich, noch ein bisschen mehr her. Gerade wenn man diesen schönen Berg im Hintergrund hat. Oh, jetzt haben wir fast die Einfahrt verpasst. Hier haben wir eine Verkaufsstelle. Nur wo müsste man hier mal suchen? Ach, da vorne dazwischen, seht ihr das? Da kann quasi verkauft werden. Nicht schlecht. So, jetzt gleich kommen wir an den Bereich, wo wir eben geschaut hatten mit dem Gehöft einmal. Hier auf der rechten Seite. Aber wir müssen, wie kommt man denn da hin? Ah, wir haben einmal verkehrt gefahren. Ja, wir müssen einmal drehen. Das Ganze einmal drehen. Ah, hier auch eine schöne Brücke eingebaut mit dem Wasser. Das konnte man ja gar nicht so sehen. Ja. Hier haben wir quasi nur eine Halle stehen. Okay, das sah jetzt ein bisschen mehr aus auf der Karte, muss man ganz ehrlich sagen. Aber okay. Ist natürlich nicht verkehrt, wenn man sowas hat. Ja, hier unten, das scheint dann Wasser zu sein. Der Strich, der hier hochgeht mit Wasser und allem drum und dran. Ja. Oh, da ist einer am Angeln. Psst, darf man hier nicht schuben, ne? Oh, das Wasser mit den Fischen. Feuer haben wir auch da. Eine Feuerstelle. Also ist auch fleißig am Grillen hier und und. Ja, cool. Ja, hier dann. Jetzt müssen wir aber, jetzt werden wir hier schon, ne? Das war halt wahrscheinlich das Feuer. Ich denke mal, dass hier keiner auf uns am Schießen ist. Gucken wir, dass wir wegkommen hier. Oh, ja. Hier ist anscheinend auch noch irgendwo eine Kirche irgendwo am Klingeln, aber ja gut. Ja, gegenüber waren wir ja schon gerade eben. Ja, die Autos sind relativ gemütlich am Fahren hier, ne? Ja, hier haben wir dann Strohheu und sowas kann man da schön verkaufen. Das kann man recht gut von Weitem sehen. Ja. Fahren wir hier hinten das noch runter und dann da hinten hoch. Ja, das passt glaube ich am besten. Beschleunigung des Fahrzeugs ist etwas, ne? Da fehlen die nötigen PS hier. Ja, feldertechnisch und ja, außenrum sieht eigentlich alles ganz gut aus. Kann man hier nicht anders sagen. Ist alles sauber verarbeitet, hier auch mit den Holzsachen drauf. Ja, hier vorne wieder Hackschnitzel verkauft. Ja, ist auch mal wieder was Schönes hier, diese Holzpaletten drauf gebärmt. Hier dann der Holzverkauf allgemein. Cool, hier vorne kann man wieder tanken. Schön. So, jetzt guck mal gegenüber nochmal, da haben wir ja auch noch ein bisschen was. Ja, hier kann man dann Korn und sowas wieder verkaufen. Oh, hier kann man sich nicht, muss man hier einmal auf dem Gelände drehen oder man fährt komplett einmal außen rum, das geht auch. Schön. Ja, fahren wir mal hinten weiter, ich denke mal da kommen wir dann, sieht schon so ein bisschen nach Milchverkauf aus von Weitem. Werden wir jetzt gleich sehen, auch hier die Schranken sind unter, die Leuchten sind an. Ja, hier haben wir den Milchverkauf, wunderbar, auch mal ein Milchauto da, auch mal was Schönes. Hier dann auch außenrum dann noch die Straße gezogen. Schön. Also Verkehr ist ohne Ende da, die halten das auch alle hier genau den Abstand ein. Wunderbar, und Stoppschilder ohne Ende. Er liebt Stoppschilder. So, hier haben wir auch noch mal so einen kleinen, aber feinen Wald. Dann auch hier wieder mit dem Verkaufspunkt. Haben wir auf der anderen Seite schon mal so ähnlich gesehen, das Ganze. Das heißt, dass man auch hier mit mehreren Leuten dann Holzarbeiten machen kann und, und. Ja, hier hat er mal ein bisschen mehr gemacht. Hier mal ein paar Sachen an die Seite gestellt. Ein paar Flecken auf die Erde und, und. Hier dann Mistverkaufsstellen noch eingefügt. Gülle genauso oder gerässetes. Ja, sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass er das dann noch mal so ein bisschen so auf die anderen Gebiete noch so ein bisschen mit einbringen kann. Wenn dann noch ein Update kommt oder auch nicht, man weiß es nicht. Ja, ein paar kleinere Details einzubringen wäre nicht verkehrt. Ja, dann haben wir hier, was haben wir denn hier noch? Ja, ein paar Höfchen und dann haben wir hier
das Pferdeparadies, so wie es ausschaut. Ja, sehr, sehr cool. Kleiner, feiner Hof hier. Ich denke mal, dass die Pferde sind hier. Ne? Wir gucken noch mal nach kurz. Kann man kaufen. Ja, hier sind die Pferde zu Hause hier. Zack, ne? Haben wir mal einen Pony auf dem Hof. Wunderbar. So. Schön. Ja, auch hier mit dem Hofgebäuden, die dazu passen, ne? Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ihr seht, das hat glaube ich, hier in der Ecke, glaube ich, angefangen, das Ganze zu machen. Hier mit den Lampen und sowas alles. Ja, sehr, sehr cool. Ah, hier ist auch die Kirche, die wir eben gehört haben, im Weiteren. Da hinten haben wir noch Wald. Hier, Baugebiet, das kennen wir ja schon. Die haben wir schon ein paar Mal gesehen, hier die Kirche. Sehr, sehr cool, aber da wird richtig gearbeitet, oben am Dach und so weiter. Schön. Ja. So, jetzt haben wir ja die Spinnerei hier oben rechts. Kalkstationen sind auch sehr, sehr viele. Da oben sieht, ja, ist auch das ganze Material. So, wunderbar. Kann man wahrscheinlich auf der Rückseite, ja, wie immer auf der Rückseite abliefern, das Ganze. Recht cool. Hier haben wir auch noch Wiese. Da kann man auch hier den Meer mal rennen lassen, ne? Zwischendurch noch ein Gebäude. Da kommt der Zug nochmal vorbeigefahren. Mip, mip. Das waren wir jetzt, wenn ich da so denke, das war jetzt der, ne? Ja, hier auch nochmal Gülle und ne? Alles andere, so wie oben auch. Gülle, Mist und noch ein paar Körnchen dabei. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, fahren wir einmal noch die Mitte durch und dann haben wir es dann eigentlich auch schon. Hier haben wir übrigens noch ein Silo hinten rumstehen. Seht ihr das? Das haben wir eben gar nicht beachtet. Das ist auch noch dabei. Hier steht unser Mähdrescher schon im Einsatzbereich. Ja. Hier haben wir dann den, ja, den Treckermarkt. Hier gibt es die guten Trecker. Hier haben wir ein sehr, sehr stabiles Dach. Da stehen nämlich ein paar Tonnen oben drauf. Ja, sieht auch recht cool aus, das Ganze. Mit dem ganzen Zubehör hier außen rum. Da vorne ist noch die Kalkstation. Da kann man noch Kalk holen gehen. Sehr, sehr cool. Ja, Supermarkt darf natürlich auch nicht fehlen. Den kennt auch jeder. Ich denke mal, brauchen wir jetzt nicht unbedingt anzuhalten. Da gibt es dann auch noch das ein oder andere von der Sparkasse. Jo, hier sind die Fußgänger unterwegs. Hier haben wir so ein kleines Dörfchen. Ja, relativ cool das Ganze. Und was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein einzelnes Gebäude. Da können wir hinten noch ein bisschen Korn reinkippen. Was ist jetzt genau da? Vielleicht eine kleine Bäckerei. Können wir mal gucken. Ein Restaurant war das Restaurant. Und hier an der Tanke fix, da fahren wir auch noch mal kurz ran, tanken unser Fahrzeug noch mal kurz voll hier. Wunderbar, 2 Euro Kraftstoff haben wir gebraucht. Wir gehen uns jetzt hier einen gemütlichen Kaffee trinken. Ich würde sagen, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da, ladet euch die schöne Map hier runter. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne. Macht's gut, reingehauen.